Ich bin Ansgar, ich bin 22 Jahre alt und ich habe es mir als Ziel gesetzt, einen größten verstellbaren Wing zu bauen. Das erste Mal Kontakt zum Wingfallen hatte ich durch meine Ausbildung. Da konnte ich den Sport ausprobieren und habe mir dann allerdings relativ schnell selber Material besorgt. Ich habe dann angefangen, zwischen dem Wingfallen und Kitesurfen zu vergleichen. Und mir ist aufgefallen, dass die Segelfläche beim Wingfallen natürlich sehr viel kleiner ist. Und von der Bauart sind die sehr ähnlich, nur dass ich beim Wingfallen oder beim Wingfall-Segel sehr, sehr viel weniger Material brauche. Das ist für die Prototypen für mich wichtig, da ich dadurch im Prinzip finanziell weniger für einen Prototyp ausgeben muss und auch schneller mit dem Nähen vorankomme, was es mir in der Größenverstellentwicklung sehr, sehr viel einfacher macht, weil ich einfach schneller vorankomme. Und das hilft mir dadurch. Deshalb habe ich mich dann auf das Wingfallen konzentriert und bin jetzt momentan dabei, Wings zu bauen, die größenverstellbar sind. Den ersten Kite, den ich gebaut habe, da habe ich die Pläne ja im Prinzip gefunden im Internet. Und dann ging es aber irgendwann daran, dass ich eigene Ansprüche hatte. Ich wollte das Modell letztendlich, das fertige 3D-Modell selber bestimmen können, sodass ich im Prinzip lernen musste, wie ich mit einer CAD-Zeichensoftware zurechtkomme. Und das hat im Prinzip 2 Jahre gedauert jetzt, bis ich damit so weit umgehen konnte, dass ich dann einen fertigen Wing produzieren kann als 3D-Modell. Musste dann lernen, wie ich das in ein 2D-Modell umfunktioniere und dann für meinen Kumpel für die Schneidemaschine vorbereite. Auch bei meinen Werkstatträumlichkeiten habe ich wieder sehr große Unterstützung von meinen Eltern erfahren dürfen. Ich bin hier im heimischen Wohnzimmer momentan eingerichtet mit meiner Nähwerkstatt. Habe da 2 Maschinen stehen, die ordentlich laufen. Das muss nicht immer nur zur Tageszeit sein. Das ist auch durchaus nachts der Fall, dass ich bis 4, 5 Uhr morgens an der Maschine sitze und das Haus mit dem schönen Nähmaschinengeräusch erhelle. Das heißt, ich durfte mich hier zu Hause wieder im Prinzip einrichten und bin dadurch in einem sehr guten Lernprozess und auch Arbeitsfortschritt. Da war er, glaube ich, 12 beim ersten Praktikum. Dann hat er das nächste Praktikum auf einer englischen Bootswerft gemacht, also auch irgendwo immer mit dieser Wasserverbindung. Und dann hat er nach der Schule, als er überlegte, was er also dann machen wollte, nochmal wieder ein Praktikum bei einer Segelmacherei gemacht, hat dann allerdings für sich doch entschieden, er macht diese Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Das war dann doch erstmal prickelnder, aber irgendwie zieht es sich ja immer wieder durch. Also es ist nicht irgendwie eine Idee, die mal irgendwann kam und weg, sondern es gibt ja eine gewisse Kontinuität. Und nach dem Kiten hat er sich jetzt auch ganz intensiv an das Wingfallen gemacht und hat das den Sommer über, wenn immer er irgendwie mal Möglichkeiten hatte, intensiv geübt, also da steckt da irgendwie seine ganze Energie rein und das überzeugt. Die technische Seite, denke ich, ist ja das Entscheidende jetzt, dass das, was er sich vorgestellt hat und wo er ja nun schon seit längerer Zeit wirklich intensiv und hartnäckig und immer wieder mit neuen Ideen dran sitzt, diese Größenanpassbarkeit, Größenverstellbarkeit, dass das zum Erfolg kommt. Und da sind eben gerade in den letzten Wochen doch einige Fortschritte gekommen und
Ja, da stellen wir unser Wohnzimmer dann noch gerne zur Verfügung, dass er da seine Dinge zuschneiden kann und ja, probieren kann dann. Erstmal im Trockenen. Das erste Mal, als ich meinen allerersten Kite gebaut habe, da bin ich dann zum Strand gefahren, wollte den ersten Testflug machen, habe den Kite aufgepumpt, dachte mir, naja, du hast ihn jetzt noch nicht so dolle aufgepumpt, aber für die Luft braucht er ja ein bisschen Profil, damit er vernünftig fliegt, und habe dann anscheinend ein bisschen zu doll reingepumpt. Es hat sich dann nachher hinausgestellt, die Naht war nicht stark genug. Die ist dann einfach geplatzt und ja, dann stand ich am Strand mit meinem schönen neuen Kite. Und ja, hab dann gesehen, wie er das Profil wieder verliert. Und ja, da war ich sehr traurig in dem Moment. Und ja, die Naht habe ich dann wieder verstärkt und bin dann letztendlich auf Hughes zum ersten Testflug gewesen. Ja, ich habe eine große Leidenschaft entwickelt für das Nähen. Es macht mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß, am Strand zu stehen, immer wieder mal einen Prototyp aufzubauen. Dann kommen natürlich auch immer wieder Leute vorbei, die mich fragen, die mir auch wieder Input geben. Das ist super wichtig für mich. Ich bin hier zu Hause so in meiner kleinen Blase und mache mir Gedanken um Probleme, die vielleicht gar nicht existieren. Das ist dann ganz gut, wenn ich dann am Strand quasi wieder so ein bisschen geerdet werde. Und das macht dann sehr viel Spaß, wenn dann Leute kommen und sagen, hey, das sieht ja richtig gut aus. Oder auch meinen ersten Kite, den ich dann auf Hüst getestet habe, da ist dann auch der Surfschulbesitzer gekommen und meinte, boah, das ist ja cool, das habe ich noch nie gesehen, dass jemand sowas selber gebaut hat. Und das ist eine unglaublich große Motivation, zu sehen, okay, man kann nicht nur das Board zum Sport im Prinzip bauen, sondern auch die Segelfläche. Das ist sehr vielen Leuten gar nicht bekannt, dass das im Prinzip mit ein bisschen Know-how auch selber zu machen ist. Und ja, da habe ich mich jetzt so reingearbeitet, dass ich letztendlich ja, meine Wings und Kites selber bauen kann. Typischerweise ist es so, dass irgendwie die Maschine im ganzen Bauprozess mindestens ein- oder zweimal ausfällt. Der Faden verhakt sich irgendwo, irgendwas ist nicht richtig eingestellt und dann ist immer alles full stop. Da muss ich mich immer unter die Maschine legen und da probieren, alles so ein bisschen wieder rauszuprökeln an Fäden, die da drin sind. Das zweite ist natürlich, wenn ich was falsch nähe, wenn ich irgendwas falsch im Computer eingegeben habe oder irgendwelche Teile falsch versetzt angenäht habe. Da kann man schon mal wieder verzweifeln. Da denkt man immer, oh Gott, wie lange dauert das jetzt? Wie sinnvoll ist das eigentlich? Aber dann muss man einfach zurückdenken an die Zeit, wenn man auf dem Wasser war und tatsächlich mal was geklappt hat. Es hat so seine Höhen und Tiefen. In der Mitte ist es aber auf jeden Fall eher im gut gelaunten Bereich, wo es einfach Spaß macht und man einfach unglaublich viel zurückbekommt. Mein Konzept sieht letztendlich vor, dass man nicht nur einfach ein Stück Segelfläche rausnimmt, sondern das Ziel ist wirklich, die Fronttube zu verkürzen und dadurch die Flugeigenschaften auch nicht zu beeinflussen. Das ist bei einem Wing genauso möglich wie bei einem Kite. Das heißt, die Entwicklung findet momentan bei einem Wing statt und das gleiche System soll letztendlich dann auf ein Kite übertragen werden, wo ich mir dann aber erhoffe, mit weniger Prototypen zum Ziel zu kommen, damit ich da die Entwicklungskosten beim Kite im Prinzip gering halte.
Ich hatte immer wieder diese Szene vor Augen, wenn mir irgendwas kaputt gegangen war auf dem Wasser, woran ich früher nicht gedacht habe, und bin im Prinzip immer diese Checkliste durchgegangen, was waren für Fehler, hast du alles bedacht? Und als ich dann am Strand war und die Autotür im Prinzip probiert habe aufzumachen, sie direkt wieder zugeflogen ist, weil der Winddruck so stark war, dachte ich, okay, jetzt hast du nur noch die Chance rauszugehen. Wenn er jetzt hält, dann hast du es geschafft. Werde ich, glaube ich, für immer in meinem Kopf behalten, wie ich meinen selbstgebauten Wing das erste Mal vor mir halte. Ich saß hier stundenlang und habe wirklich immer wieder gedacht, wird es überhaupt irgendwas? Und dann bin ich in diesem Moment gewesen und während ich losgefahren bin, habe ich gedacht, jetzt kannst du es dir beweisen, dass du es wirklich geschafft hast. Und dann bin ich tatsächlich losgefahren und dachte nur so, es ist nicht nur, dass jetzt mein Board die Reibung verliert, sondern es ist mir im Prinzip auch ein Stein vom Herzen gefallen. Jetzt fahre ich los und jetzt geht's in eine neue Richtung. Meine Mutter hat lange in der Unternehmensführung geholfen, kann mir also im Prinzip jetzt, wo ich meine eigene Firma habe, bei vielen Prozessen helfen. Und mein Vater, der ist gelernter Ingenieur, hat auch viele Jahre in dem Bereich gearbeitet. Und es gibt immer wieder Sachen, wo wir dann zusammen irgendwo stehen und überlegen, hey, wie kann man dies vielleicht machen? Da ist die Biegung ein bisschen zu stark, hier ist das Rohr vielleicht zu kurz oder zu lang. Das ist ganz wichtig, weil ich dadurch immer eine andere Perspektive nochmal reinkriege und ich auch immer nochmal ein bisschen mehr von den Erfahrungen meiner Eltern profitieren kann. Und das hilft mir ungeheim weiter und ja, unterstützt mich maßlos. Ja, so nach dieser ersten erfolgreichen Testfahrt möchte ich jetzt natürlich von der Prototypentwicklung in die Produktentwicklung gehen. Ich denke, ich bin auf einem sehr guten Weg, ich bin sehr dicht dran, muss noch ein paar Feinheiten abstimmen und dann möchte ich natürlich vor allen Dingen für die Qualität gerade stehen, dass das Ganze auch in 5 Jahren immer noch funktioniert, wenn ich jetzt was verkaufe. Da habe ich mir überlegt, dass ich eine Kiteschule aufmache. Jeder kennt es aus seinem eigenen Kurs. Mit dem Material, das man ausgeliehen bekommt, geht man nicht so pfleglich um wie das, was man sich selber kaufen muss. Und meine Hoffnung ist im Prinzip, dass ich da noch so die letzten qualitativen Schwachpunkte ausmerzen kann. Das heißt, ich möchte im Prinzip Leuten ermöglichen, einerseits meine Produkte schon zu testen, auf der anderen Seite dann auch zu sehen, dass die Leute damit Spaß auf dem Wasser haben, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und dann aber für mich auch ein Feedbackgespräch führen zu können, wo ich dann wieder raus dann meine Schlüsse ziehen kann, was muss ich wo verbessern. Das heißt, es sind im Prinzip alle herzlich eingeladen, an die Kiteschule in Bremen zu kommen, die größten verstellbaren Wings zu testen. Und ja, ich freue mich drauf.